dortigen mechanischen Werkstätten in Minden. Hier hat alles begonnen. Hier hat er diese Dinge für den täglichen Lebensbedarf produziert und hat die Tauschgeschäfte gemacht, um Lebensmittel zu bekommen. Er hat für die britische Armee und die amerikanische Armee hat er dann Regler und Pumpen für deren Fahrzeuge gebaut. Die hat er weltweit vertrieben. Und er ist in die Medizintechnik gegangen, er ist in die Konsumelektronik gegangen. Er hat 1961 das alles aufgegeben, ein halbes Jahr vor seinem Tod, und hat hundertprozentig auf den Hahnstecker gesetzt und hat dann hiermit den Grundstein final gelegt. Deine Eltern sind eigentlich schon ein sehr frühes Beispiel für eine partnerschaftliche Führung eines Familienunternehmens, das sich ja dann auch fortgesetzt hat. Ja, und dann wurde deine Mutter leider schwer krank und konnte ja nicht mehr arbeiten. Und dann hast du mich ins Unternehmen geholt, damit ich ihre Aufgaben übernehme. Und dann hatten wir natürlich die Idee, und die wollten wir auch ausgestalten, wir wollten dem Unternehmen für die Zukunft eine Vision geben. Erstens, wir wollen die Zukunft mit Technologien für Menschen gestalten. Zweitens, wir wollen ein Weltunternehmen werden. Ja, und drittens, wir wollen Werte für Menschen schaffen. Und dazu gehört ja auch, ein wichtiger, wesentlicher Wert im Leben des Menschen ist eine sichere Basis für seinen Beruf. Und dafür sorgen unsere Kinder mit ihrer Aufgabenverteilung ja auch sehr schön und gut. Ach Mensch, guck mal, ist das nicht schön, das Flugzeug da mit Mama, Papa, uns beiden, du vorne im Cockpit. Ich glaube, dass Oma und Opa sehr stolz wären, wenn sie das jetzt hier sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Ja, und dass wir das jetzt zu viert machen, seit 15 Jahren, ist auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, ich bin auch froh, dass ich den Weg dann doch noch gefunden habe. Ich wusste es ja nicht so von Anfang an. Du hast das ja immer schon mit 16 gesagt. Und die Freiheit fand ich gut, dass ich sie nutzen konnte. Und finde es einfach klasse, jetzt auch heute hier zu sein und den Weg hierhin gefunden zu haben und an unserem fünften Unternehmensziel, wir wollen ein unabhängiges Familienunternehmen sein und bleiben, mitwirken zu dürfen. Und ich muss auch sagen, es hat auch geholfen, dass wir die vierte Generation in Ruhe doch mal aufbauen konnten. Weißt du noch, das war unser erster Familientag, unser erster Generationentag, den wir hier gemacht haben im Unternehmen. Am Ende haben sie ja dann auch die Freiheit, das zu machen, wo ihre Neigungen auch sind. Auf unseren Produkten und Lösungen steht unser Familienname. Das ist Anspruch, Versprechen und Zuverlässigkeit zugleich. Pushing Performance!